Willkommen zurück bei Deus Ex Human Revolution. Wir haben in der letzten Folge gelernt, dass Jensen sich von Frauen beeindrucken lässt, beziehungsweise um den Finger wickeln lässt. Und mussten hier unten erstmal Krieg führen. Nein, geh weg. Wobei uns der Raketenwerfer sehr gut geholfen hat, allerdings haben wir jetzt keine Raketenmunition mehr. Was nicht sonderlich schön ist. Aber wir können uns wieder welche kaufen. Was geht denn gerade? Tastatur ist ein bisschen sehr hektisch. Dann machen wir es mal so. Wir haben mehr als genug Geld. Wir haben 32.000. Da können wir uns neue Raketen kaufen, falls wir welche finden. Aus Sicherheitsgründen mussten wir den Login und Zugangscode für das Sicherheitshub im Hangar ändern. Sollten Sie darauf zugreifen müssen, gelten ab sofort folgende Zugangsdaten. Ansonsten ist hier nichts und dahin führt der Pfeil. Da gehen wir mal hin. Abwärts. Jensen, ich komme und hol Sie ab. Sind Sie in der Nähe des Hangars? Ich bin auf dem Weg dahin. Okay, dann machen Sie diese Türen auf. Sonst gibt's nämlich keinen Rettungsversuch. Okay, alles soweit nachgeladen. Hier noch eine Zeitung, aber die übliche. Und drei leere Spinte. Yay. Oben ist auch nichts. Und hier hat sofort was gesehen. Hangartüren verriegelt. Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsbox. Zwei davon? Und das ohne Raketenwerfer und mit einer EMP? Nein, danke. Hangartüren verriegelt. Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren. Aber die kann man deaktivieren? Na, das versuchen wir doch mal. Da oben, das sieht diese beiden. Das da und das da sieht so aus, als wären dort oben Rechner. Ich meine, dort sieht man noch einen. Dort, jetzt direkt in der Mitte, sieht man so einen Computer. Und dort geht es hoch. Da gehen wir auf jeden Fall mal hin. Wenn sich der Sicherheitsbot hier wegbewegt. Ich will nicht gegen die kämpfen. Nicht mit dieser Ausrüstung. Hangartüren verriegelt. Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsbots. Vielleicht schaffen wir es ja, an denen vorbeizukommen. Ich versuche das mal. Ich springe mal hier runter. Hangartüren verriegelt. Das sieht gut aus. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsbots. Und jetzt schnell, schnell, schnell. Jensen, lauf. Lauf doch, Junge. So. Ja, wir sind auf der Treppe. Hangartüren verriegelt. Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheit. Und jetzt sind wir schon oben. Und Sie haben es nicht gesehen, das ist sehr schön. Und hier ist auch ein Computer. Aber die EMP können wir nicht mitnehmen. Der Computer ist nicht offen. Na, mal gucken. Kyle, hier ist Madame Zaos Reiseplan für den Rest der Woche. Bitte sorgen Sie dafür, dass immer genügend Champagner vorhanden ist und diese Bonbons aus Brüssel, die sie so gerne isst. Singapur, Hongkong, Shanghai. In Ordnung. Tja. Dann müssen wir wohl doch darüber. Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsbox. Zum Glück, Sie haben uns nicht gesehen. Vielleicht ist hier. Oh, ach, ist egal. Ist noch eine Schublade. Die ist leer. Und ein Sicherheitshub. Ach, Stufe 2. Den kriegen wir doch ohne Probleme gehackt. Kann ich noch weiter raus? Nee. Oh, sofort gesehen, das ist aber ungut. Machen wir mal so und so und so. Wir haben jetzt schon 40 Sekunden. Haben wir jetzt sogar schon. Und das ist ja nun wirklich alles andere als ein Problem. So. Zugriff gewährt. Und dann deaktivieren wir mal die Kameras und können auch die Roboter deaktivieren. Sehr, sehr schön. Hier liegt noch ein E-Book.
Sehr schön. Sehr cool. Hirnimplantate. Kommentar Hugh Darrows bei einer Podiumsdiskussion der Internationalen Neurowissenschaftlerkonferenz 2009. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Neurostimulationstechnologie uns eines Tages nicht nur in die Lage versetzen wird, Patienten mit neuronalen Funktionsstörungen zu helfen, sondern auch die Wahrnehmung gesunder Individuen zu optimieren. Dieser Mechanismus, einen an den subkutan implantierten Pulsgenerator in einem Titan- oder G-Schleifen-ummantelten Gehäuse angeschlossenes Netzwerk aus Platin-Iridium-Elektroden, wurde bisher zur Unterdrückung der Symptome der Parkinson-Krankheit bei Dystonie sowie anderen neuronalen, neurologischen Erkrankungen eingesetzt. Dabei werden im Falle eines essentiell nicht ursächlich durch Parkinson bedingten Tremors die Elektroden in dem Thalamus ventralis bzw. den Thalamus implantiert, während sie zur Behandlung von Dystonie und Parkinson bedingten Symptomen wie Muskelstarre, Hypokinese oder Akinese, Tremor oder ähnlichem, üblicherweise abhängig vom Zustand des Patienten, in den Globus pallidus oder den Nucleus subthalamicus eingesetzt werden. Wir arbeiten bereits an der Entwicklung der nächsten Generation dieser Implantate, die zu einer drahtlosen Dosierungsprotokollen in der Lage sind und ferngesteuert eingesetzt werden können. Der nächste Schritt, die Implantierung in ein gesundes Individuum und damit das Überschreiten der Grenze von der rein therapeutischen Anwendung zum modifizierenden Einsatz, ist dabei einzig und allein eine Frage des Willens. Ja, schön. Und jetzt? Darüber müssen wir. Ich möchte mich aber erstmal unten umschauen. Ich möchte noch gucken, ob wir hier unten was vielleicht noch mitnehmen können. Hier kann ich drauf. Ich will noch nicht direkt hier runterknallen. Und haben wir hier hinter was zum Beispiel? Geh mal weg. Sicherheitssysteme deaktiviert. Hangartüren entriegelt. Nee. Ich könnte mich hier hinter verstecken für den Fall der Fälle. Und ansonsten. Ach, Adam. Wir haben doch nicht so viel Munition. Verschwend sie doch nicht. Sicherheitssysteme deaktiviert. Hangartüren. Aber da vorne leuchtet zum Beispiel was? Was haben wir denn hier? Sturmgewehrmunition. Ah, okay. Und sonst so? Die habe ich, glaube ich, da gerade hingeworfen. Nee, die habe ich da hingeworfen. Aber da ist nichts. Sicherheitssysteme deaktiviert. Hangartüren entriegelt. Hier ist auch nichts. Ist hier drunter was? Ah ja, da ist was. Sturmgewehrmunition. Energy-Riegel. Sicherheitssysteme deaktiviert. Können wir aber nicht mitnehmen. Hangartüren entriegelt. War hier noch irgendwas? Da ist was. Oh, Raketen. Nein, ich kann keine Raketen mehr mitnehmen. Auf Wiedersehen. Du bist mir nicht so wichtig. Ich nehme doch lieber Raketen mit. Können wir gleich mal nachladen. Also hier hätte man auch kämpfen können, wie das scheint. Wenn hier Raketen, da ist noch mehr Energie. Hier ist noch mehr Sturmgewehrmunition. Sturmgewehr scheint auch gegen diese Teile sehr effektiv zu sein, wenn hier so viel Sturmgewehr rumliegt. Ich meine, das waren jetzt schon 175 Schuss und 3 Raketen. Cool. Ja, schön. Systeme deaktiviert. Hangartüren entriegelt. Also man kann diesen Kampf, man kann diese Stelle auch kämpferisch schaffen, wenn man das möchte. Falls ihr mir sagt, ich schieße die lieber nieder. Ich bin da jetzt nicht so der Freund davon. Gegen zwei solche Roboter zu kämpfen, muss ich nicht haben. Und jetzt können wir mal die Hangartüren deaktivieren. Na komm. Na egal. Ach da. Knopf.
Hangartüren werden geöffnet. Bitte räumen Sie die Landezone. Hallo. Okay, das interessiert die Sicherheitsroboter auch nicht. Und ansonsten haben wir hier, glaube ich, alles. So hoffe ich einfach mal. Dann würde ich sagen, adieu. Jensen, wir müssen schleunigst zurück nach Detroit. Steigen Sie ein. Ich dachte, man kommt nicht mehr nach Detroit. Egal. Wir fliegen nicht nach Detroit. Okay. Was? Es geht nach Montreal. Ich erkläre es Ihnen unterwegs. Das will ich auch hoffen. Das ist Montreal der Zukunft. Sind Sie sicher? Immerhin infiltrieren Sie keinen mickrigen Kabelsender. Sao hat eine Eliza erwähnt und einen Telefonanruf bei Pikes. Eliza Kassan muss in diese Sache verwickelt sein. Ich weiß nicht. Die berühmteste Nachrichtenmoderatorin der Welt arbeitet mit einem mordenden Söldnerkommando zusammen? Über die Details reden wir später. Setzen Sie mich auf dem Turm ab. Ich steige über das Dach ein. Und sie haut gleich wieder ab. Jensen, hier ist Pritchard. Malik sagt, Sie wollen die Position von Eliza Kassan. Wenn es nicht zu viel Mühe macht. Macht es nicht. Ich konnte die Firewall problemlos umgehen und habe jetzt ein 3D-Modell vom Grundriss. Ihr Büro ist im Turm, Zimmer 404. Bin unterwegs. Ich hätte gern mal einen Händler. Miep? Händler? Naja, dann nicht. Weil unser Inventar und so. Mal wieder. Das Übliche. Mein übliches Gejammer über unser Inventar. Okay, wir können dadurch oder wir können dadurch die Wand. Ja, wir gehen erstmal hier rein. Wenn es durch eine Stufe 4 Code gesichert ist, wird dahinter etwas Tolles sein. Und ich werde auf jeden Fall gleich mal diese Hecktarnung verbessern. Weil das geht hier gerade ein bisschen zu flink. Nuke mal, geh mal dahin. Zugriff gewährt. So. Wo war es denn? Hier. Da. Wir haben hier schon wieder 4 Praxispunkte und damit dürften wir jetzt kaum noch entdeckt werden. Wir haben sogar noch gleich einen Praxispunkt bekommen. Schön. Was haben wir denn hier? Ein Munitionskapazitäts-Upgrade, was wir natürlich gerade nicht mitnehmen können, aber dafür lasse ich mal nur mal ganz kurz das Sturmgewehr fallen, beziehungsweise die Sturmgewehr-Munition. Und ja, dann da rein. Wenn wir schon dabei sind, lad das gleich mal nach. ...150 Schuss in den Teil schon. Schön, schön, schön. Riesiges Waffenlager ausgehoben. In einem Wohnhaus in Brisbane hat die Polizei nach 2-tägigen Gefechten ein riesiges Lager Handfeuerwaffen und Sturmgewehre ausgehoben. Den Behörden zufolge wurden dabei 8 pro-chinesische Rebellen in Gewahrsam genommen. Dabei war die Südaustralische Föderation erneut auf die Hilfe privater Sicherheitsfirmen angewiesen. Terror weltweit auf dem Vormarsch. Die Zahl ernster internationaler Vorfälle mit terroristischem Hintergrund hat sich laut des UN-Sonderkomitees zur Bekämpfung des Terrorismus innerhalb des letzten Jahres mehr als verdoppelt. Die Statistik verzeichnet einen Anstieg der schweren Anschläge von 582 im Jahre 2026 auf insgesamt 1285 in diesem Jahr. Vertreter privater Militärunternehmen wie Bell Tower Associated, Interguard PLC und Sharp Edge Incorporated
die ihre globale Militärpräsenz in beträchtlichem Umfang ausgebaut haben, sehen diese Zahlen als Bestätigung der Notwendigkeit im Kampf gegen den internationalen Terrorismus, verstärkt auf ihre Hilfe zurückzugreifen. Kritiker der wachsenden Bedeutung dieser Privatarmeen weisen hingegen auf die kostenintensiven Probleme bei der Vernetzung privater und öffentlicher Sicherheitskräfte sowie die Gefahr einer Untergrabung der demokratischen Gewaltenteilung hin auf die Probleme. Als Antwort auf diese Bedenken schlägt der UN-Report die Gründung einer internationalen Antiterroreinheit vor. Ist hier noch irgendwas? Da oben? Nö. Und hier hinten. Und ich würde sagen, durch diese Wand gehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.